Am Tag des Todes. Hebräer Kapitel 9, Verse 27 und 28. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Der Tod und die Sünde hängen unmittelbar zusammen. Der Apostel Paulus stellt in Römer 6, 23 unbeirrt fest. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ohne Sünde würde es auch keinen Tod geben. Gott erschafft ja kein Leben mit begrenzter Haltbarkeit. Jesus selbst ist das wahre Leben, Johannes 14, 6. Und wer meint, das echte Leben findet zwischen unserer Geburt und unserem Tod auf der Erde statt, der hat eigentlich nicht viel verstanden. Wer das, was seit ewigen Zeiten immer wieder auf dieser Welt an Bösem, Ungerechtem, Gottlosem und Lügenhaftem geschieht, als Leben im eigentlichen Sinne versteht, der ist arm dran und offensichtlich sehr kurzsichtig. Sicherlich gibt es auch Dinge, die einem das Leben hier manchmal etwas erträglicher machen lassen und können. Sonst wäre das hier ja schon sowas wie die tägliche Hölle und absolut nicht lebenswert. Aber unter positiv erfüllender Wahrheit, Glückseligkeit, echtem Frieden und wahrer Gerechtigkeit versteht man normalerweise etwas anderes und Besseres als das, was diese Welt zu bieten hat. Die Vergnügungen dieser Welt kommen und gehen. Aber das, was Gott gibt, bleibt ewig. Schon allein die Tatsache, dass man krank wird und irgendwann sterben muss, untermauert doch, dass diese Welt im Grunde nur eine Vorbereitung auf das Unvermeidliche ist. Mit Beginn der Geburt steuert man ja quasi schon auf den Tod zu. Und manche erwischt es früher als gedacht und geplant. Ein Unfall, eine Krankheit, was auch immer. Wenn der Tag des Todes kommt, ändert sich für nicht wenige vieles in ihrem Gemüt, wenn sie noch die Möglichkeit haben, über den Sinn ihres Lebens nachzudenken. Und bei manchen ist es vielleicht auch so, wenn sie wissen und spüren, dass sie nicht mehr lange leben werden, dann werden sie vielleicht, so Gott es schenkt, nachdenklich und denken über den Sinn des Lebens nach und fragen vielleicht auch nach Gott. Möge es bei vielen, die jetzt noch ungläubig sind und für die man schon sehr lange betet, doch so sein. Man sagt ja landläufig, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Ja, und das ist tatsächlich so. Vielleicht wird es einem irgendwie bewusst, wenn es dem Ende zugeht, dass man so diese Welt verlässt, wie man sie betreten hat, nämlich nackt. Der Mensch hat eine Seele, und wenn die Hülle nicht mehr funktioniert, dann stirbt man eben irgendwann. Das ist der Lauf der Dinge, und wie gesagt, der Sünde Sold ist der Tod. In dem Moment oder dem Zeitabschnitt zwischen Leben und unmittelbarem Sterben macht man sich oftmals viele Gedanken und fragt sich tatsächlich, oft sicherlich auch, ob es ein Leben nach dem Tod gibt und ob Gott existiert. Und dann ist es hilfreich und ermutigend, wenn man Menschen um sich hat, die einem hier weiterhelfen können und die biblischen Inhalte vermitteln dürfen. Dann kann man eben nicht mehr so unbeirrt sagen, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, dass einem das alles nicht interessiert oder man sich später einmal darüber Gedanken macht. Wenn man spürt, dass der Tod sich nicht aufhalten lässt, dann geht es eben ans Eingemachte und Fragen werden aktuell, die man sein Leben lang womöglich verdrängt, ignoriert, bekämpft, ignoriert und belächelt hat. Der Mensch hat die Ewigkeit sozusagen in sich und im Grunde weiß er auch, dass das Leben mit dem Tod eben nicht endet. In Prediger 3,11 heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Das zählt sicherlich in besonderem Maße für die Gläubigen, aber
Eben auch in manchen Situationen hat das den Ungläubigen etwas zu sagen. Da bin ich mir ganz sicher. Wer in seinen unvergebenen und nicht bekannten Sünden stirbt, der muss sich vor Gott selbst dafür verantworten. Ohne Fürsprecher, ohne Erlöser, ohne Beistand, ohne Hoffnung. Das kann nicht funktionieren, weil die Erlösung und Vergebung der Sünden nichts ist, über das man verhandeln könnte. Es ist einfach Gnade. Und Zugang zu dieser Gnade, die es eben nur in Jesus Christus gibt, dem Sohn Gottes, der am Kreuz sein Leben, sein sündloses Leben hingegeben hat zur Vergebung der Sünden und der von den Toten auferstanden ist. In diesem biblischen Evangelium liegt das Heil. Und nur hier gibt es diesen Zugang zur Gnade. Johannes 3, 16 und 14, 6. Und das geht durch aufrichtigen, ehrlichen Glauben, wenn Gott einem dazu die Gelegenheit schenkt. Wer die Chance hat, vor seinem Tod sich Gottes Sohn zu nähern und um Vergebung seiner Sünden zu bitten, der sollte das auch unbedingt tun. Viele haben diese Chance vielleicht nicht, eben weil sie durch einen Herzinfarkt plötzlich sterben, einfach umfallen durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, die einen ganz schnell dahinrafft. Gott redet mit uns, unter anderem auch in der Bibel. Und ob wir leben oder sterben, wir sollten zuhören. In Psalm 95, Vers 7 steht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Amen.